Neues Wochenende, neuer Mehrkampf. Zwar war der Ort mit der Rudolf-Habich-Halle dieselbe Wettkampfstätte wie eine Woche zuvor beim Hallen-7-Kampf, doch das Teilnehmerfeld diesmal deutlich jünger. Ja, wir sind heute in der Habichhalle. Hier findet der Kids Cup statt, der LG Nord Berlin. Das ist dieses Jahr der 17. Wir machen das also schon sehr lange, diese Tradition. Und wir haben dieses Jahr Teilnehmerrekord mit 45 Teams in drei Altersklassen. Und das ist Wahnsinn. In Anlehnung an das neue Wettkampfkonzept des Deutschen Leichtathletikverbandes verbindet der Kids Cup vom SC Tegeler Forst auf spielerische Art und Weise die vielfältigen Möglichkeiten der Leichtathletik in einem Wettkampf und schafft mit seinen über 50 freiwilligen Helfern einen Tag zum Wohlfühlen und Spaß haben. Das Konzept der Kinderleichtathletik ist ja, dass man halt im frühen Alter versucht, doch möglichst eine breite Basis zu schaffen, also dass die Kinder sämtliche Disziplinen kennenlernen oder zumindest die Vorstufen dieser Disziplinen und somit nicht nur auf eine Disziplin vielleicht festgelegt werden, was ja eigentlich das Ziel sein sollte, gerade im Schülerbereich. Für diese drei Sportskanonen von der LG Nord war der 17. Kids Cup auf jeden Fall ein voller Erfolg. Lotta, Simon und Zoe traten für ihr Team in der Altersklasse U10 an und versuchten in den verschiedenen Disziplinen ihr Bestes zu geben. Also mir macht es sehr großen Spaß, weil man auch sehr viel rennt. Und die Disziplinen sind sehr toll. Ich finde es hier auch sehr schön, mit meiner Mannschaft hier zu sein. Mir geht es auch nicht ums Gewinnen. Ich möchte hier einfach mal Spaß haben. Und die Stimmung ist super mit dem Minutenprinzip. Das ist absolut klasse, weil man da wirklich auf die Minute fit ist, sich nochmal pushen kann. Und das ist für die Kinder top. Und zum Spaß kamen am Ende dann auch noch die Pokale obendrauf. Zwar schafften es die drei Kinder der LG Nord nicht aufs Treppchen, doch im Grunde ging es ja auch um was ganz anderes. Kinder sollen in lockerer Atmosphäre für die Leichtathletik begeistert werden. Und das gelang auf jeden Fall.